Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 2, Kapitel 10. Kann man die Bibel so auch... So gut kann er noch nicht lesen. Ich dachte, man könnte die irgendwie auf ihn anwenden. Ja, hier ist ja jetzt nichts, also gehen wir zum Markt. Kathedrale von Kingsbridge? Wo bin ich denn mit dem Kleinen? Ach da, nee. Doch nicht. Ach, doch, da. Jonathan, nicht weglaufen. Keine Sorge, er ist hier drüben. Ach, sehr gut. Danke, Martha. Und nein, ich habe keine Zeit, auf ihn aufzupassen. Ach, Martha. Oh nein, alles kaputt. So klingt das Lied des Marktes. Solltest du nicht arbeiten, Jack? Ich gehe vielleicht besser, bevor ich noch was kaufe. Hey, pass auf, wo du lang gehst. Das ist ja die Höhe. Jetzt trampeln sogar schon die Mönche auf meine Hühner. Wie läuft das Geschäft? Alles gut? Immer mehr Leute kommen hierher. Gestern waren 2 Dutzend Händler aus Shiring hier. Erschöpft? Ziemlich, aber die Priorei hat eine Menge Geld verdient. Anscheinend hat der Graf auf seinem Markt in Shiring die Steuern erhöht. Deshalb kommen sie alle lieber hierher. Jetzt sind sie aber alle zurück nach Shiring gegangen, zum Wollmarkt. Verlangt der Graf denn geringere Steuern für den Wollmarkt? Im Gegenteil. Nach dem, was man mir erzählt hat, ist es noch schlimmer. Also dürfen sie alle nur dort mit ihrer Wolle handeln, genau wie alle jener und die Priorei. Aber man braucht eine Genehmigung für einen Wollmarkt. Und die hat nur Shiring. Gehst du nicht zum Wollmarkt? Gehst du nicht zum Wollmarkt nach Shiring? Nein. Philipp hat mich gebeten, die Aufsicht über den Markt hier zu führen. Also arbeitest du jetzt für Philipp und all jener? Ich weiß. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Aber wir wollen ja alle schließlich dasselbe. Und was ist das? Dass es Kingsbridge gut geht. Das ist schließlich unser Zuhause. Scheiß Mücke. Du solltest auch arbeiten. Ich mach nur eine Pause. Hast du Aljena gesehen? Vielleicht ist sie heimgegangen. Sie erwartet einen Besucher, glaube ich. Einen Besucher? Höre ich da Eifersucht in deiner Stimme? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Aljena ist heimgegangen? Vielleicht. Ich weiß nur, dass sie heute einen Besucher erwarten. Möchtest du nicht einen von diesen feinen Stoffen kaufen, Jonathan? Tolle Idee. Ich könnte dir eine rote Kutte machen. Oder eine blaue. Nein. Nein. Nein, das wäre albern, nicht wahr? Welche Farbe haben die Kutten von Mönchen? Braun und schwarz und grau. Wie kommst du mit Alfred zurecht? Er redet eigentlich nur mit mir, wenn ich ihm was kochen soll. Warum kochst du immer noch für ihn? Er hat keine Frau. Und er ist mein Bruder. Ich würde dich nie bitten, für mich zu kochen. Selbst Jonathan würde das nicht. Und er ist auch dein Bruder. Jack, das darf keiner wissen. Keine Bange. Er ist ein kleiner Mönch. Er ist jedermanns Bruder. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. Oh, bevor ich's vergesse. Ich habe eine Nachricht für dich. Nachricht von Ellen. Ach, seiner Mutter. Wisst ihr, was ich eigentlich so sehr an diesem Spiel liebe? Dass diese Entscheidungen, die Sätze, die da stehen, dass, wenn man da draufklickt, dass die dann nicht was anderes sagen, was ungefähr dem entspricht, was auf was man geklickt hat, sondern dass sie wirklich das wiederholen, was da auch steht. Satz für Satz. Und das mag ich so an diesem Spiel. Nachricht von Ellen, 1141. Füchschen, ich muss dich sprechen. Du findest mich auf der kleinen Waldlichtung am Fluss. Ich glaube, Ellen will mit dir über Papa reden. Okay. Was gibt es da zu reden? Tom glaubt nicht, dass ich Baumeister werden kann. Das ist nicht wahr. Genau darüber will sie mit dir reden. Papa weiß, was du kannst. Er hat es ihr gesagt. Hat er? Ja. Er ist kompliziert. Das stimmt.
An Tagen wie diesen kann man sich hier fast verlaufen. Ich würde aber Karte öffnen. Ich würde aber ganz gerne nochmal zurück zur Kirche gehen, weil dieser Mönch... Die Hemleys würden das Abkommen brechen, das wir mit König Stefan haben. Ich weiß nur, dass der Steinbruchmeister plötzlich Geld für die Steine haben will. Und der Forstmeister vom Chute Forest besteht jetzt darauf, dass wir für das Bauholz zahlen. Der Forst- und Steinbruchmeister behaupten beide, sie handeln auf Anordnung des Grafen von Shiring. Wenn unsere Arbeiter das hören, werden sie sich Sorgen machen. Und das zu Recht. Natürlich. Das ist ein großes Problem. Ja, das ist es. Aber ich kann euch versichern, dass wir zumindest für ein paar Wochen über die Runden kommen werden. Ich habe für einen solchen Fall vorgeplant. Das habt ihr? Es ist immer mit Engpässen zu rechnen. Wir können die Arbeiter weiter bezahlen und wir haben genug Holz und Steine für den nächsten Monat. Wenn ihr nicht so gut planen würdet, wären wir jetzt verloren. Unser Problem bleibt aber bestehen. Ich muss mit dem Grafen sprechen. In der Tat. Aber zunächst sollten wir mit den Arbeitern sprechen. Sie müssen Bescheid wissen. Ihr habt recht. Ich muss jetzt erstmal nochmal zurück zur Kathedrale. Der Typ da. Hier ist niemand. Aber vielleicht in der Krypta? Hier ist doch einer reingegangen. Ich sollte meine... Doch nicht, ich dachte. Ich bekomme diesen Ausdruck nie richtig hin. Das ist nicht Demut, Liebe und Sorge. Er wirkt überrascht. Ein überraschter Kragstein. Nutzlos. Ich bin fürs Erste damit. Ich kann den... Okay, ich dachte, da wäre jetzt Warum irgendwie was. Jetzt? Ich weiß es nicht. Kathedrale, da haben wir nichts. Markt, Steinmetze. Was ist denn bei den Steinmetzen so? Hey. Jack, wie gefällt dir der Stein, den ich für deinen Kragstein ausgesucht habe? Danke. War genau richtig. Ich muss nur noch besser meißeln lernen. Das braucht Zeit, Jack. Nur Geduld. Und jetzt geh besser wieder an deine Arbeit. Wer weiß, wie lange es hier überhaupt noch etwas für uns zu tun gibt. Wir werden eine Lösung finden. Wo ist denn der Jonathan? Hey. Ich mach das jetzt hier einfach mal. Erkläre, dass nicht zu arbeiten in Ordnung ist. Philipp und Tom haben nichts dagegen, wenn wir eine Pause machen. Manchmal sagen Leute etwas und meinen das Gegenteil. Entweder hat er nicht zugehört oder er denkt drüber nach. Ohne diese Unterstützung können wir nicht weiterbauen. Ach, der Kleine ist da. Ihr habt schon einmal okay, mit dem König gesprochen. Vielleicht hilft er euch ein weiteres Mal. Küche? Das hoffe ich. Ich würde ja jetzt... Komm, wir gehen mal einmal zu Philipp und Tom. Philipp, ich habe keine Zeit, auf Jonathan aufzupassen. Du hast offenbar genug Zeit, dich mit deinem Bruder zu streiten. Also sehe ich da kein Problem. Alfred hat angefangen. Es ist nicht wichtig, wer angefangen hat, sondern wer damit aufhört. Ihr seid schließlich Brüder. Aber wenn er sowas sagt wie vorhin, soll ich dann einfach den Mund halten? Lies die Bibel und du wirst es verstehen. Vielleicht hatte meine Mutter doch recht. Sie sagte ja, ihr würdet aus dem kleinen Jonathan einen Mönch machen. Ach, die Kutte war ein Geschenk. Von Cuthbert. Unsere Klostergemeinschaft ist die einzige Familie, die er hat. Natürlich. Tut mir leid. Jack. Okay, dann gehen wir jetzt mal zur Küchentür. Gucken, was es da so gibt. Hallo, Milius. Ah, Jack. Und Jonathan. Gerade ist es nicht so günstig.
Bruder Cuthbert hätte die Äpfel hier unten etwas sorgfältiger lagern können. Ich bin mir sicher, dass es alles seine Richtigkeit hat, Bruder Andrew. Sogar das Salz ist feucht geworden. Cuthbert wusste, was er tat. Cuthbert ist nicht mehr am Leben. Was macht Bruder Andrew denn da unten? Wir bekommen bald einen neuen Zellerar. Andrew bereitet alles für die Übergabe vor. Vielleicht sollten Sie sich auch gleich einen neuen Küchenmeister suchen. Warum? Wenn das, was Cuthbert getan hat, jetzt nicht mehr gut genug ist, dann kann meine Arbeit auch nur ungenügend sein. Cuthbert wusste immer Bescheid. Viel besser als ich. Eins. Zwei. Darf ich den Mörser benutzen? Den Mörser? Ja. Warum nicht? Wofür brauchst du ihn denn? Ich weiß noch nicht genau. Einfach einpacken. Milius hat gesagt, dass ich ihn benutzen darf. Benutzen darf, das heißt, er muss da stehen bleiben. Sechs. Besser nicht. Ich will ihn nicht stören. Nein, tut sie nicht. Du vermisst Cuthbert, oder? Das tue ich. Der Gedanke daran, die nächsten Jahre ohne ihn zu verbringen. Aber du bist doch nicht allein. Ich wäre lieber alleine, als für den Rest meiner Tage mit jemandem wie Bruder Andrew hier eingesperrt zu sein. Oder wer auch immer der nächste Zellerar wird. Hast du schon mit Philipp darüber gesprochen? Nein. Aber das sollte ich. Philipp und ich haben uns noch nicht über Bruder Cuthbert unterhalten, seit er uns verlassen hat. Ein Prior hat doch ganz andere Sorgen. Können wir damit Milius, was... was machst du, wenn du keine Lust hast zu arbeiten? Nun, ich weiß nicht. Ich halte inne und überlege, warum es mir schwerfällt, mein Tagwerk zu verrichten. Normalerweise ist es nur ein Gedanke oder eine Idee, die mich aus der Ruhe bringt. Genau. Genau das passiert mir auch immer. Versuch dich nicht von deinen Gedanken ablenken zu lassen, als seien es Irrlichter. Wenn du sie bemerkst, betrachte sie und lass sie dann vorüberziehen. Dann mach mit der Arbeit weiter. Es geht vorwärts, wenn du dich einfach immer auf den nächsten Schritt konzentrierst. Jack? Was? Ach, nichts. Nicht so wichtig. Ich habe zugehört. Wirklich. Hat er was über Aljina zu sagen? Nein. Er würde nur fragen, warum ich nach ihr suche. Okay, Alfred? Ist Alfred hier gewesen? Nein. Streitet ihr schon wieder? Nein. Nein. Na gut, mehr habe ich ja hier nicht. Dann gehe ich jetzt zum Kreuzgang. Das sind weitere Pläne. Weg zur Mühle. Ist zu. Ja. Gehen wir mal hier rein. Oder hier hin. Der Kleine ist aber ziemlich pflegeleicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kapitelhaus. Tür in die Kathedrale, da wird ja noch gebaut. Hier ist alles zugestellt. Ich muss den Haupteingang benutzen. Da wollen wir aber nicht rein, das heißt, wir können hier lang gehen zum Friedhof. So, hier ist ja auch einiges los. Ach, guck mal, Bruder Arnold, der neben Cuthberts Grab schläft. Streitende Arbeiter, das wäre jetzt erstmal interessanter. Hoch mit dir! Der Mörtel rührt sich nicht von selbst an. Der Mörtel wird sich auch nicht beschweren, wenn er bis nach meiner Pause warten muss. Stimmt was nicht? Ich mache eine wohlverdiente Pause. Wohlverdient? Einen Tritt in den Arsch hast du verdient, du fauler Trunkenbold. Besser betrunken als ein bärtiger Bastard. No. Na los, tritt mich doch. Zeig, was du kannst. Bitte. Merkt ihr nicht, dass das zu nichts führt? Überleg doch nur einmal kurz, was andere Leute tun würden.
Was? Wer? Tom Bilder. Na, das ist mal ein hart arbeitender Mann, nicht wahr? Der ist auf jeden Fall ein hart arbeitender Mann. So viel ist sicher. Aber er ist auch ein Mann, der weiß, wann Zeit für eine Pause ist. Und er weiß auch, wann man anderen mal ihre Pause lassen sollte. Du hast doch gar nicht Pause. Du hast den halben Tag nur auf dem Pott gesessen. Das war deine Pause. Also verdirb mir nicht jetzt auch noch meine eigene. Oh, Mann. Jetzt legen sie aber los. Wenn ich Pause mache, musst du auch eine machen. Hat deine Frau wohl wieder gekocht, was? Was fällt dir ein? Sauf dich doch tot! Meine Güte, Leute. Der Prior. Genau, ja. Prior Philipp torkelt auch nicht betrunken durch die Gegend, oder? Nee, tut er nicht. Aber ich auch nicht. Ich sitze. Touché. Und genau da ist das Problem. Hoch mit dir und fang an zu schieben. Philipp würde das auch tun. Würde er nicht. Eine Pause ist wie der heilige Sonntag. Es ist eine Sünde, am Sonntag zu arbeiten. Das stimmt. Es ist aber nicht Sonntag. Aber es ist meine Pause. Habt ihr es jetzt so langsam? Alfred Bilder. Oh, der ist ein gutes Beispiel. Er ist jetzt Baumeister. Aber er trinkt auch ganz gern mal ein Bier, nicht wahr? Und ja, das tut er. Aber bei der Arbeit ist er immer nüchtern. Immer. Weißt du, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr wie Alfred sein. Ich auch. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Also dann, zurück an die Arbeit. Nein, meine Pause ist noch nicht vorbei. Alfred Bilder wüsste genau, wann es Zeit ist, wieder zu arbeiten. Alfred Bilder wüsste auch genau, wann er verdammt nochmal sein Maul halten sollte. Das bezweifle ich. Der Graf von Shiring. Welcher genau? Graf Bartholomäus oder der Fettsack? Der Neue. Percy Hamley! Du kennst den Namen unseres Grafen nicht? Mein Graf ist er sicher nicht. Ich bin aus Earl's Castle. Bartholomäus war ein Graf und ein guter Mann. Aber jetzt ist er tot. Jack, du solltest den Namen deines neuen Grafen kennen. Welchen? Vom Fettsack? Percy Hamley! Weißt du was? Ich weigere mich, mir seinen Namen zu merken. Was? Warum? Aus Trotz. Was er meinem Grafen angetan hat, war nicht richtig. Das, was du hier machst, ist auch nicht richtig. Deinen Namen merke ich mir auch nicht mehr. So. Das wagst du nicht. Schon passiert. Ah, Jack Jackson. Wer ist das denn? Nie von dem gehört. Oh. Das bin ich. Dachte, du wärst Jack Bilder. Naja. Weiß nicht so recht, was ich von dir halten soll, wenn ich ehrlich bin. Solltest du nicht arbeiten? Du läufst die ganze Zeit nur durch die Gegend und erledigst eigentlich auch nichts. Halt du uns wenigstens nicht von der Arbeit ab. Verstanden? Vergesst es einfach. Was ist mit König Stefan? Also das ist mal ein Mann, der viel rumsetzt. Woher willst du das denn wissen? Er hat einen Thron. Er ist der König. Natürlich hat er einen Thron. Und auf dem sitzt er herum. Er hat einen Thron. Heißt, er ist ein Mann, der weiß, wie man richtig herumsetzt. Ah, so wie du also. Ja. Genau, so wie ich in meiner wohlverdienten Pause. Oder so wie du in deiner, wenn du den halben Tag im Scheißhaus verbringst. Aber das hab ich doch gar nicht.
Ich hab dich doch bis hier furzen hören. Glaubst du wirklich, ich will einen halben Tag auf dem Scheißhaus verbringen? Glaubst du das wirklich? Der Subprior. Oh, fang mir bloß nicht mit Subprior Remigius an. Er ist ein hart arbeitender Mann. Das ist er. Kein Zweifel. Was? Dass er ein hart arbeitender Mann ist. Wer? Subprior Remigius, du Trottel! Was? Wie können Sie es wagen? Wie könnt ihr es wagen? Schreit ihr auf dem Friedhof herum wie wilde Heiden. Aber ich, wir... Ruhe! Wisst ihr überhaupt, wie schwer die Arbeit eines Subprios ist? Wie viel Hingabe und schmerzhafte Arbeit es ist, unsere Novizen zu unterrichten, unsere Mönche? Und ihr wagt es, mich einen Narren zu nennen? Wir haben doch nicht... Ruhe, sagte ich! Lasst mich über einen Weg nachdenken, wie ich euch zwei verständlich machen kann, welches Betragen ich von euch in Zukunft erwarte. Die werden wohl eine Weile beschäftigt sein. Haha, wie geil! Wir schenken euch unser Vertrauen. Oh, klasse. Wir nehmen euch bei uns auf. Und so dankt ihr es uns Woran also. Woran arbeitest du? Geh weg. Ich muss mich konzentrieren. Ist ja gut. Hey, an was arbeitest du da? Darf ich das mal lesen? Nein, Remigius wird ungehalten, wenn ich damit nicht fertig werde. Woran arbeitest du? An einer Kopie von dem Buch, das Philipp geschrieben hat. Wir haben das Original letztes Jahr fertiggestellt. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Nur wenige wissen das. Der Inhalt ist... Er ist etwas kritisch, was die Kirche und Bischöfe angeht. Nach seiner Erfahrung mit Bischof Walleron hat er sich mit etwas beschäftigt, das er Judicia Cleri nennt. Judicia Cleri? Die Urteile des Klerus? Ja. In der Vergangenheit gab es viele grausame Prüfungen, um die Schuld oder Unschuld eines Mannes zu bestimmen. Der Herr selbst sollte über sie richten. Diese Verfahren nannte man Judicium Dei, das Gottesurteil. Mancher musste glühende Eisen mit bloßer Hand halten. Andere wurden ertränkt und einige dem Scheiterhaufen übergeben. Wenn sie unschuldig wären, würde Gott sie erretten. Es gäbe keine Märtyrer, wenn das wahr wäre. Selbst Adolphus wäre verschont worden. Ja, Gottes Wege sind unergründlich. Philipp will, dass diese schrecklichen Verfahren ein Schatten der Vergangenheit werden. Denn Grausamkeit führt stets nur zu mehr Grausamkeit. Aber ich habe von Wundern gehört. Heilige, die selbst den Scheiterhaufen überlebten. Ja, Philipp glaubt, das waren keine Gottesurteile, sondern Urteile, die der Klerus bestimmt hat. Judicia Cleri. Richtig. Märchen und manipulierte Richtsprüche, um Freunde und Verbündete des Klerus freizukaufen. Falsche Wunder? Und die Kirche steckt dahinter? Klingt, als wenn Philipp nach Ärger sucht. Wenn man jemanden solcher Scharlatanerie und Ketzerei bezichtigt, wird die Antwort darauf sicher nicht freundlich ausfallen. Dennoch glauben wir, dass Philipp recht hat. Dies ist das zweite Jahrtausend. Es wird Zeit, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Philipps Buch, Die Gerechtigkeit der Kirche.
Philipps Buch, verfasst 1140, in lateinischer Sprache verfasst, wird Philipps Buch im Skriptorium von den Schreibgelehrten von Kingsbridge kopiert und hat seinen Weg mittlerweile in die Buchsammlungen der Klöster von England und in der Normandie gefunden. Hauptsächlich wird es in den höheren Kreisen der Kirche gelesen, denn der Inhalt des Buches ist anspruchsvoller und vielleicht gefährlicher Natur. In seinem Buch äußert sich Philipp kritisch zur Feuerproben und anderen angeblichen Gottesurteilen. Seit Jahrhunderten wird behauptet, dass es der Zweck dieser Feuerproben sei, die Schuld eines Menschen zu beweisen. Die Kirche gibt dabei vor, dass die Unschuldigen von Gott gerettet werden würden, doch Philipp schreibt, dass der Mensch Gott zu so einer Urteilsverkündung nicht zu zwingen vermag, nicht einmal der Papst. Der Mensch dient Gott und nicht Gott den Menschen. Philipp glaubt, dass Wunder, die sich bei diesen Feuerproben zugetragen haben sollen, nicht anders als Fälschungen waren, um Freunde der Kirche von ihren Sünden freizusprechen. Feinde der Kirche hingegen wurden getötet oder verstümmelt. Weiterhin schreibt Philipp, dass die Existenz der Märtyrer ein Beweis dafür ist, dass Gott die Unschuldigen nicht einfach rettet. Daher müssen Feuerproben und andere Gottesurteile verboten werden, so Philipp. Ah, Jack. Ich wusste, du würdest wieder auftauchen. Sei bloß vorsichtig, dass du Remigius nicht unter die Augen kommst. Aber Philipp sagte, ich könnte jederzeit hier lernen. Leider nicht, während wir hier arbeiten. Darauf hat Remigius bestanden. Ich werde mich beeilen. Na, Bücher? Viele davon habe ich, die meisten, um ehrlich zu sein. Bücher... Bücher. Wenn ich doch nur mehr Zeit zum Lesen hätte. Bücher. Ja, sonst habe ich ja eigentlich nichts. So, dann gehen wir mal hier zu dem Bruder. Die sind da immer noch da, kriegen Ärger, wie geil. Und hier ist auch wieder so ein Wespennest. Hallo, Cuthbert. Philipp ist zu gutmütig. Ich hoffe, du bist glücklich, wo du auch sein magst. Was meinst du mit, wo du auch sein magst? Er liegt da drin. Ich hab dafür gesorgt, dass er dort in Ruhe aufs jüngste Gericht warten kann. Philipp glaubt, wir kommen in den Himmel, wenn wir sterben. Nein, wir liegen da und warten aufs jüngste Gericht. Deshalb will ich, dass mich eine gute Seele begräbt. Damit auch ich gut liege. Ich hoffe, du wirst dich an dein Versprechen erinnern, dass du mich begraben wirst. Das ist lange her. Das war in der ersten Nacht, die wir hier in der Priorei verbracht haben. Ich werde dich begraben, Bruder Arnaldus. Keine Sorge. Danke dir. Und danke, dass du dich um Cuthbert kümmerst. Immer ist es der Subprior, der sich um all die Dinge... Cuthberts Ende. Brief vom 18. Dezember 1135. Robert von Gloucester? Nennt mir einen Tag und wir werden bereit sein, für Kaiserin Mathilde Blut zu vergießen. Ich und meine Männer werden uns Stefan von Blois gegenüberstellen. Wir haben den Krieg nicht begonnen, aber wir werden ihn entbrennen lassen. Es ist Stefan, der ihn beschworen hat, am Tag, als er König Heinrichs Tochter verriet. Er verriet sie, als er den Thron an sich riss, und somit sind auch alle schuldig, die ihm Loyalität geschworen haben. Bartholomäus, Graf von Schiring. Das ist ein Brief von Cuthbert anscheinend. Und deswegen muss es so weit kommen. Ich gehe besser nicht zu nah ran. Was ist das hier mit dem Besten? Gewissermaßen hat der Subprior mehr Verantwortung als der Prior. Und auch mehr Sorgen. Na, da kann ich auch nichts machen. Alles in Ordnung, Jonathan? Na, dann gehen wir jetzt wieder zurück und dann zum Markt, würde ich sagen. Ich weiß wirklich nicht, wie ihr unser Vertrauen wiedererlangen wollt. So, ich muss jetzt aber Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.